Genau, und wir freuen uns, dass John Markey hier ist, zusammen auch mit Bruder Nate. Schön, dass er da ist auch und ja, dass er uns jetzt das Wort bringt, unser Bruder aus der Ukraine. Sie sind auch jetzt wieder in der Ukraine, in Ternopil, nicht in Tschernobyl. Ja, gebt auch ein herzliches Willkommen für unseren Bruder John. Good morning. Guten Morgen. Wonderful to see you again. Sehr schön, euch alle wiederzusehen. I was here in May, I think. Ich war, glaube ich, im Mai hier. And I'm very sorry. Und es tut mir sehr leid. But it's already October and I still haven't learned German. Es ist jetzt schon Oktober und immer noch habe ich kein Deutsch gelernt. Yeah, so for whoever wasn't here, I think I understood that Ternopil, Chernobyl, yeah. So ich glaube, ich habe diese Ternopil-Tschernobyl-Sache verstanden. I have to say that everywhere I go. I'm not from Chernobyl. I don't glow in the dark. Überall, yeah. Wo ich hingehe, muss ich sagen, ich bin nicht aus Tschernobyl. Ich leuchte nicht im Dunkeln. And it's just, it's such an honor to be here with you today. Es ist echt eine wirkliche Ehre, mit euch heute hier zu sein. And I just once again want to thank you, thank your church. Und ich möchte nochmal euch und euch als Gemeinde danken. For being such a wonderful support for Ukraine in these very difficult times. Dass ihr so eine wunderbare Unterstützung seid für die Ukraine in dieser schwierigen Zeit. It's been just wonderful, even for me, just I've spent a short time here. But it's been wonderful just to see, I can see the generosity and it warms my heart. Ich bin ja wirklich nur eine kurze Zeit hier, aber ich spüre das und sehe diese Großzügigkeit und das wärmt mir wirklich das Herz. And it's contagious. You're such a friendly church and I love that. It's something that is very contagious in a good way. Yeah. Und das ist ansteckend. Also ihr seid so eine freundliche, liebevolle Gemeinde und das ist ansteckend auf eine gute Art und Weise. Okay, so this morning I would like to open the book of Exodus with you. Heute Morgen würde ich gerne 2. Mose mit euch aufschlagen. Yes. Do I need the what? Oh, I do not. No. No. And we'll open to Exodus chapter 1. 2. Mose, Kapitel 1. Exodus is my favorite book in the Bible. 2. Mose ist mein Lieblingsbuch in der Bibel. Okay. Yes, yesterday at the Roots Conference, Genesis was my favorite book, but today it's Exodus. Gestern Abend bei der Roots Freizeit war 1. Mose mein Lieblingsbuch, jetzt ist es 2. Mose. Okay. So, maybe by the end of my time here, somebody can guess what my favorite book is. Maybe I don't know. Yeah, vielleicht kann irgendjemand mal gegen Ende der Zeit hier raten, was mein Lieblingsbuch ist. Ich weiß es irgendwie gar nicht. So, the story of the Exodus. Die Geschichte des Auszugs. I've just found for me just this year it's been so important and so relevant. Ich habe die dieses Jahr als so wichtig und so relevant für mich erlebt. There are actually very many parallels I think with even the war that we're experiencing in Ukraine. Ich glaube, da sind so viele Parallelen zu dem, was wir jetzt im Krieg in der Ukraine erleben. And of course, Ukraine is not Israel. Und natürlich ist die Ukraine nicht das Volk Israel. But Egypt does represent a certain a type of evil oppression that we find throughout the Bible. Aber Ägypten steht für eine gewisse Unterdrückung, die wir durch die ganze Bibel hindurch sehen. And really something we find throughout human history. Und die wir wirklich durch die ganze Menschheitsgeschichte sehen. Ja. Yeah, and so in the Bible, there's these characteristics of like an Egypt, Babylon is another idea there. And then in the end of the Bible, we see God with his complete victory over all these forces of darkness. Und in der Bibel sehen wir das auch an
Babylon, dass da diese Unterdrückung ist und dieses Bild dafür. Und dann sehen wir aber auch am Ende, dass Gott dir den Sieg hat. But the focus of this book is not, it's not so much on the powers of evil, though it's part of it, but that's not the main focus. Der Fokus des Buches ist jetzt nicht, der liegt nicht darauf, wie stark die bösen Mächte sind. Das ist nicht der Hauptfokus. More importantly, it shows how God responds. Viel wichtiger, es zeigt Gottes Reaktion darauf. How does God respond to this type of oppression and evil? Wie reagiert Gott dann auf diese Art von Unterdrückung und Boshaftigkeit? And so I want to draw attention to three things about that today. Ich möchte heute Aufmerksamkeit auf drei Dinge legen. So it's a proper sermon, 3 points. Yeah. Es ist also eine richtige Predigt. Es gibt 3 Punkte. Yesterday I had 2 points, I think, so I wasn't really. Gestern hatte ich 2 Punkte, also es war but, so. Okay, and the first one is that God is writing a story. Der erste Punkt ist, dass Gott Geschichte schreibt. Okay, the second point is I'm cheating with the second point because it has 4 points in it. Der zweite Punkt, und ich schummel da mit dem zweiten Punkt, weil das sind 4 Punkte. And the 4 points are that God hears, remembers, sees and knows. Das ist nämlich, dass Gott hört, sich erinnert, dass er sees, er sieht and knows. Weiß, erinnert sich und knows, like he knows. Yeah. Oh, she did it. Okay. Yeah, yeah. Oh. Ich erinnere mich nicht. Excellent. Okay, cool. Okay. And then finally the third is that God saves. He's a God who saves. Und der vierte Punkt ist, dass Gott rettet. Okay, so I'm going to have Judith read from chapter 1, verse 8, all the way to the end of the chapter. Ich lese jetzt Kapitel 1, 8 bis zum Ende des Kapitels. Ja, yeah, good. Da kam ein neuer König auf über Ägypten, der nichts von Josef wusste. Der sprach zu seinem Volk, siehe, das Volk der Kinder Israels ist zahlreicher und stärker als wir. Wohlan, lass uns kluge Maßnahmen gegen sie ergreifen, dass sie nicht zu viele werden. Sie könnten sonst, wenn sich ein Krieg erhebt, womöglich zu unseren Feinden übergehen und gegen uns kämpfen und aus dem Land ziehen. Darum setzte man Sklaventreiber über sie, um sie durch Lasten zu bedrücken, und sie bauten dem Pharao die Vorratsstädte Pithom und Ramses. Je mehr sie aber das Volk bedrückten, desto zahlreicher wurde es, und desto mehr breitete es sich aus, sodass ihnen vor den Kindern Israels graute. Darum zwangen die Ägypter die Kinder Israels mit Gewalt zum Dienst, und sie machten ihnen das Leben bitter mit harter Zwangsarbeit an Lehm und Ziegeln und mit allerlei Feldarbeit, lauter Arbeiten, zu denen man sie mit Gewalt zwang. Und der König von Ägypten redete mit den hebräischen Hebammen, von denen die eine Schifra, die andere Pua hieß. Und er sprach, wenn ihr die Hebräerinnen entbindet, so seht auf der Stelle nach, wenn es ein Sohn ist, so tötet ihn, ist es aber eine Tochter, so lasst sie leben. Aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, was ihnen der König von Ägypten befohlen hatte, sondern sie ließen die Knaben leben. Da ließ der König von Ägypten die Hebammen rufen und fragte sie, warum tut ihr das, dass ihr die Knaben leben lasst? Da antworteten die Hebammen dem Pharao, nun, die hebräischen Frauen sind nicht wie die ägyptischen, sie sind lebhafter, ehe die Hebamme zu ihnen gekommen, haben sie geboren. Und Gott segnete die Hebammen. Das Volk aber vermehrte sich und nahm gewaltig zu. Und es geschah, weil die Hebammen Gott fürchteten, baute er ihnen Häuser. Da gebot der Pharao seinem ganzen Volk und sprach, werft alle Söhne, die ihnen geboren werden, in den Nil, aber alle Töchter lasst leben. Ja. So, this is a very difficult chapter, yes, in Israel's history and in the Bible. Das ist ein sehr schwieriges Kapitel in der Geschichte Israels und in der ganzen Bibel. And so I have 2 questions for you. Ich habe 2 Fragen an euch. I like to ask questions. Ich stelle gerne Fragen. And so don't look in your Bibles. Schaut nicht in euren Bibeln nach. Okay. That's weird to say. Das ist komisch, das zu sagen als Pastor.
Okay, so in your Bibles, what's the name of Pharaoh? Was ist denn der Name des Pharao? He doesn't have one. Ich glaube, er hat keinen. Er hat keinen. We don't know. Wir wissen nicht. And in fact, there's been a lot of study done to find out who this guy was. Und es wurde sogar viel nachgeforscht, um herauszufinden, wer dieser Typ war. And we still don't really know. Und wir wissen es eigentlich gar nicht. Okay. Did Moses know? Wusste Mose, was? Wie der Pharao hieß? Probably. Oh yeah. Yeah, he did. Ja, er wusste das. Didn't write his name down. Er hat seinen Namen nicht aufgeschrieben. Okay, don't look at your Bibles. Schaut nicht in eure Bibeln. What are the names of the two midwives? Wie hießen die zwei Hebammen? Shifra, Pua. Wow, you guys are amazing. Ihr seid super. I'm sorry I don't have candies. Tut mir leid, dass ich keine Süßigkeiten dabei habe. Okay, you already maybe see the point? Versteht ihr schon, worauf ich hinaus möchte? Whose name does Moses not mention? Wessen Namen schreibt Mose hier nicht auf? The most important man in the world. Der right? bedeutendste Mann der Welt. And whose does he mention? Wen erwähnt er aber? Egyptian midwives. Zwei ägyptische Hebammen. Who did what? Die was getan haben? They feared God. Sie haben Gott gefürchtet. Right, they saw that something that was being done was very, very wrong. Die haben gesehen, dass das, was hier getan wurde, sehr, sehr falsch war. And they did what the Bible calls this is righteousness. Right? Und die haben das getan, wovon die Bibel sagt, das ist Gerechtigkeit. Right, to do righteousness in preserving life, right, and protecting those that are unprotected. Recht zu tun, indem man das Leben erhält und die zu beschützen, die schutzlos sind. Ja, yeah, and you know, if this story, you know, was in the news in Cairo, right? The Cairo Times, yeah. Und wenn diese Geschichte jetzt in den Nachrichten wäre in Kairo, in Kairo, damals. In Egypt, right? I think in Ägypten. Yeah, yeah. So, nobody's going to read about Shifra and Pua, right? Dann würde wahrscheinlich niemand über Shifra und Pua lesen, oder? Yeah, it's a little bit like the news today, right? Das ist so ein bisschen wie die Nachrichten heutzutage. Whose names, right, do we know? It's these the people that are in powerful positions that influence in these ways, yeah? Wessen Namen kennen wir denn? Das sind die Menschen, die in mächtigen Positionen sind, die Einfluss haben heutzutage. But God is concerned with a very different story. Aber Gott kümmert sich um eine ganz andere Geschichte. And this is like an introduction to the entire book. Und das ist wie so eine Einführung in das ganze Buch. God says, no, I'm doing something. I'm doing my own thing. Und Gott sagt, right? Ich mache hier was und ich mache hier mein eigenes Ding. Right, and these women, he knows them, their righteousness, what they're doing. Und diese Frauen, er kennt sie, er kennt ihre Gerechtigkeit, das, was sie tun. Right, and he blesses them for that. Und er segnet sie dafür. And so my son, I have one son. Mein Sohn, ich habe einen Sohn. I have five daughters. Ich habe fünf Töchter. One son. Und einen Sohn. So that's cool. Das ist cool. I love my daughters, man. They're so cool. Ich liebe meine Töchter, Leute, die sind so cool. But my son, he loves this band. That's what, do you know For King and Country? Have you heard of? Anybody? Mein Sohn, der liebt diese Band. Kennt ihr For King and Country? No, nobody. Yes. Okay. So, always loved this band. Er hat diese Band schon immer geliebt. And my son would even dress like the lead singer Joel Smallbone. Und er hat sich gerne verkleidet als der Sänger Joel Smallbone. And he had put suspenders on, and he had this like little tie and everything. That's the way he looked, yeah. Und er hat Hosenträger angezogen und so eine Fliege, so sah der aus. So, and my wife took a photo of my son dressed like this, and she put it on social media. Und meine Frau hat dann ein Foto von ihm gemacht, als er so verkleidet war, und hat es in die sozialen Medien hochgeladen. And a friend of ours is a friend of a friend of Joel Smallbone. Und ein Freund von uns ist ein Freund von einem Freund von einem Freund von Joel Smallbone. So one morning, und eines we morgens wake up and we have a video from Joel Smallbone. Wachen wir auf und hatten ein Video von Joel Smallbone. And he says, my son's name is George, he goes,
Hi Georgie, I saw your photo, it was lovely. I just hope you have a great day and that kind of thing. Yeah. Und in dem Video sagt der Sänger, also mein Sohn heißt George. Mhm. Ja. Sagt er so, hey Georgie, ich habe das Foto gesehen, super, ich hoffe, du hast einen schönen Tag. And my son woke up and he was just like. Und mein Sohn ist aufgewacht und war nur so. And the first thing he said. Und das erste, was er gesagt hat. And he kept saying it all day. Und was er auch den ganzen Tag hinweg gesagt hat, immer wieder. So I can't believe he knows my name. War, ich kann nicht glauben, dass er meinen Namen kennt. Right? I think it was C.S. Lewis who said, you know, the most important thing about us is not that we know God. Ich glaube, C.S. Lewis war das, der gesagt hat, das Wichtigste an uns ist nicht, dass wir Gott kennen. Surely, what's more important is that he knows us. Sicherlich ist es wichtiger, dass er uns kennt. Right. To know God, that's very important and proper, but that he knows my name? Yeah. Also sicher, dass wir Gott kennen, das ist wichtig und gut, aber dass er meinen Namen kennt. Much greater than Joel Smallbone. So viel größer als Joel Smallbone. The God of the universe knows my name and knows my story. Der Gott des Universums kennt meinen Namen und der kennt meine Geschichte. We just sang today, yeah? He knows my name. He knows my every thought. Wir haben das doch gerade gesungen. Er kennt meinen Namen. Er kennt jeden meiner Gedanken. And to me, this is just a, gosh, what a motivation for us in whatever we're doing. Right? Und für mich ist es einfach, wow, das ist was für eine Motivation für alles, was wir tun. I think a lot of times we can look at problems in the world. We can look at political situations, whatever it is. Ich glaube, wir können so viel auf so vieles schauen heute in der Welt, politische Probleme, alles Mögliche. And it can be overwhelming. Und es kann uns überwältigen. Was können wir denn ändern? Right. But actually, I think what God would say is where you are and what he has given you, what he's put in front of you. Aber Gott sagt da wo du bist und das, was er vor dich gelegt hat. Right, we can do righteousness. We can stand, right, for those who are oppressed. We can serve those that are in need. Da können wir Gerechtigkeit üben. Da können wir aufstehen für die bedrückt werden. Da können wir denen dienen, die in Not sind. And then this story is also then, so these midwives they don't change the whole story, right? Und in dieser Geschichte, also diese Hebammen, die verwandeln jetzt nicht die gesamte Geschichte. The chapter actually ends in horror. Dieses Kapitel endet doch in Grausamkeit. Right, they still murder many of the sons of Israel. Yeah? Sie ermorden doch trotzdem so viele der Söhne Israels. But what these midwives do is a witness to the righteousness of God. Aber was diese Hebammen tun, ist ein Zeugnis der Gerechtigkeit Gottes. Right. So, in just putting that in our context now. Und ich möchte das jetzt in unseren Kontext reinholen. We have a real hope as we live in a very dark, confused world. Yeah? Wir haben eine reelle Hoffnung, während wir in einer dunklen und verwirrten Welt leben. Jesus is coming. Jesus kommt wieder. And he will come, he will reign in righteousness and in truth, in justice. Er wird wiederkommen und er wird regieren in Gerechtigkeit und Wahrheit und in. But what does that mean as we live out our lives now? In Recht. Und was bedeutet das aber, während wir heute unsere Leben leben? Our life is like a reflection of that truth. Unsere Leben spiegeln doch diese Wahrheit wider. We live expecting and hoping and reflecting God's righteousness to the world. Wir leben in der Erwartung und widerspiegeln der Gerechtigkeit Gottes in dieser Welt. Okay. And that moves us into our second point, yeah? Und damit kommen wir jetzt zu unserem zweiten Punkt. Right, where, so again, the midwives, they act righteously and yet there's still oppression continues. Diese Hebammen, sie handeln
aufrichtig und trotzdem dauert diese Unterdrückung an. Yeah. And so we move to our second point, which is in four parts. Und nun kommen wir zu dem zweiten Punkt, der ja aus vier Punkten besteht. I'll be quick, I promise. Ich beeile mich aber, versprochen. Well, sort of, maybe. Well, we'll so see. We'll see. We'll ungefähr, see. Okay. Wir schauen mal. So turn to Exodus chapter 2. Könnt zum 2. Mose 2 blättern. And we'll read the final three verses of the chapter. Und wir lesen die letzten drei Verse des Kapitels. Yeah, go ahead. Aber viele Tage danach geschah es, dass der König von Ägypten starb, und die Kinder Israels seufzten über ihre Knechtschaft und schrien, und ihr Geschrei über ihre Knechtschaft kam vor Gott, und Gott erhörte ihr Wehklagen, und Gott gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah auf die Kinder Israels, und Gott nahm sich ihrer an. Another question. Noch eine Frage. Does God respond to us? Reagiert Gott auf uns? Yeah, he does. Ja, das tut er. I think this verse is a powerful display of that. Und ich glaube, dieser Vers, der zeigt das echt kraftvoll. You know, I think for a long time, for me, when I would think of prayer. Für eine lange Zeit, also wenn ich an Gebet gedacht habe. I would mostly think of it like, okay, I'm saying things that God already knows. Da dachte ich so, also ja, ich sage Dinge, die Gott schon weiß. And prayer is more about me getting aligned with God than me really asking. Und es geht eigentlich eher darum, dass ich so auf Gottes Gedanken, also dass ich so wie er dann denke, als dass ich wirklich nach etwas frage, um etwas bitte. And this is a point that's a little bit hard for us humans to kind of keep in our heads. Und ich weiß, dass das jetzt so ein bisschen schwer für uns als Menschen ist, das wirklich im Kopf zu behalten. Because it's just, well, because we're humans. Weil wir halt Menschen sind. And it's just such a paradox for Und us. Das ist einfach so paradox für uns. Right? That God is this eternal being and so far beyond what we can think. Dass Gott dieses ewige Wesen ist und so viel höher als alles, was wir überhaupt denken können. And definitely what I did say. There is part of prayer is us coming into understanding the will of God. Und natürlich zum Teil auch, was ich gesagt habe, ein Teil des Gebets ist, dass wir dem Denken, dem Verständnis Gottes nahe kommen. And yet God invites us through these stories and then throughout the rest of the Bible to cry out, to ask. He's a God who responds. Und trotzdem lädt Gott uns hier und auch überall in der Bibel dazu ein, dass wir zu ihm ausrufen, dass wir fragen. Yeah. God responds in this. What is he responding to here? Und er reagiert. Und worauf reagiert er denn hier? It says Israel groaned. Es hieß, dass Israel klagte und schrie. Is that the word in German? What's it sound like? Seufzen. What is it in German? Say. In German, cry. He's like sigh, kind of like. Yeah, like what? Yeah. Yeah. So it's like groaning. Yeah. Same kind of thing. Right? Is that praying? Ist das Gebet? Not really. So maybe sometimes, yeah. Manchmal vielleicht. Yeah, that's the sound I make when my children get in our bed at 5 o'clock in the morning, right? Das ist das Geräusch, das ich mache, wenn meine Kinder um 5 Uhr morgens ins Bett kommen. It's not my 13-year-old, but yeah. Nicht mein 13-jähriger wird. I have a little 2-year-old. Ich habe auch eine kleine 2-jährige Tochter. Yeah, they're not even. I think we have this idea like Israel is, I don't know, like they're Christians or something. They're not praying. Ich glaube, wir haben so diese Idee davon, dass also Israel so wie Christen, also die beten nicht. They are groaning because of their hard life. Sie seufzen, weil ihr Leben schwer ist. Right? And God responds to that. He is drawn
to people in trouble like this. Und das ist das, worauf Gott reagiert. Er ist hingezogen zu Menschen, die in so einer Not sind. Another question. Noch eine Frage. Do you know, can you think of another place before this where something similar is said about God? Könnt ihr euch noch an eine andere Stelle erinnern davor, wo was Ähnliches über Gott gesagt wird? Yeah, Sodom and Gomorrah. Totally. What does it say? Was steht denn dazu? Yeah. He came to there was an outcry against Sodom and Gomorrah. Es gab einen Aufschrei gegen Sodom und Gomorrah. Right? So there was, we don't know the whole story, but there's obviously something that's similar to what's going on in Egypt. Wir kennen nicht die ganze Geschichte, aber das ist auf jeden Fall, da gibt es Parallelen zu dem, wie es in Ägypten war, da war Unterdrückung. So it's not just about Israel, it's God is this is the kind of God he is. Da geht's nicht nur um Israel, sondern das ist, so ist dieser Gott. He is drawn to people who are broken and who are enslaved. It's just, that's his character. Er ist hingezogen zu Menschen, die zerbrochen und versklavt sind. So ist sein Wesen. He's going to say in the law later, he says, treat the sojourner, right? And those that with respect in your land. Er sagt das später im Gebot, behandle den Söldner mit Respekt auf deinem Grund. Why? Warum denn? Oh, because that's how I found you in Egypt. Weil ich dich genau so in Ägypten gefunden habe. Like this. Genau so. God's heart is towards the downtrodden, right? Gottes Herz geht aus zu denen, die niedergeschlagen sind. And of course there's so much to reflect on in these ideas, but I'll let you guys do that. Und da ist jetzt natürlich so viel, worüber wir nachdenken können, aber ich lasse euch das einfach machen. So the second thing is he remembers. Der zweite Punkt ist, dass er sich erinnert. Doesn't mean God forgot. Das heißt nicht, dass er es davor vergessen hatte. The idea is that God is activating now something that started a very long time ago. Die Idee ist, dass Gott jetzt etwas aktiviert, das vor einer langen Zeit geschehen ist. In our conference we've been exploring one word that's very important in the Bible. Auf der Freizeit hatten wir ein Wort, das immer wieder aufkam, das in der Bibel sehr wichtig ist. And it's the word chesed. Und das ist chesed. Yeah, it's the Hebrew word that translates many ways, but the idea is that of a loyal love. Das ist ein hebräisches Wort und man kann es übersetzen als loyale Liebe. Also es gibt verschiedene Übersetzungen, aber das ist so der Kern. It's the foundation for why God is a covenant-making God. He wants to be in a committed relationship with humans. Das ist die Grundlage dafür, dass Gott ein Gott ist, der einen Bund schließt, der in Verbindung sein möchte mit Menschen. And this is showing that very love right here in this verse. Und hier zeigt sich doch genau diese Liebe in diesem Vers. Right? A long time before this, God committed himself in love to Abraham and to his people. Lange Zeit davor hat Gott sich verpflichtet Abraham und seinem Volk gegenüber. Did God forget that? Did he leave them? No. Hatte Gott das denn vergessen? Hat er sie verlassen? Nein. Now 500 years later or 400 and something years later, he's activating now that promise. Und 500 oder wie viele Jahre, über 400 Jahre später, aktiviert er jetzt das, was er versprochen hat. Right. And okay, then the third word. Und das dritte sees. Wort, er sieht. Right. And this is that idea where God is at. I think this shows more of that compassion and the empathy of God as he watches these people suffer. Und das zeigt noch mal mehr die Empathie und das Mitgefühl, das Gott empfindet. Er sieht diese Menschen leiden. It changes something for us, doesn't it? Das macht doch was mit uns, oder? When you hear about something from far away, from news or whatever. Yeah? Wenn du irgendwas hörst in den Nachrichten, irgendwas über irgendwo weit weg. And when you see
somebody who's suffering, when you have to walk through that with them. Im Vergleich dazu, wenn du aber jemanden vor dir hast, den du leiden siehst und mit dem du durch dieses Leid hindurchgehst. It's powerful. It can actually sometimes change our perspective on a situation, right? Das hat doch Kraft, oder? Das kann sogar unsere Sicht auf eine Situation völlig verändern. And I think it's so important for us as followers of Jesus. Und ich glaube, es ist so wichtig für uns als Nachfolger Jesu. And I think it's very easy for us to move very quickly to solutions. Ich glaube, das ist ganz leicht für uns, dass wir schnell so zur Lösung springen wollen. I think even often as we present the gospel. Sogar wenn wir Menschen das Evangelium verkündigen, oder? Right, this is what you need to do to be saved. Das ist, was du tun musst, um gerettet zu werden. It's the same in German. Das ist auf Deutsch genauso. Yeah, that's good. Even tonally, that was close. Good. But to really, so often I find myself lacking just that ability to stop and to listen. Ich merke aber so oft, wie mir diese Fähigkeit einfach anzuhalten und zuzuhören fehlt. To try to really understand somebody's pain. To understand what they've been through. Wirklich verstehen zu wollen, was ist denn der Schmerz dieser Person? Durch was sind ist die Person durchgegangen? Because that's actually then that will even influence how I can help. Das hat doch dann sogar einen Einfluss darauf, wie ich helfen kann. And then finally, and maybe most importantly, is the last one. Und zuletzt und vielleicht sogar am wichtigsten. That he knows. Der Punkt, dass Gott weiß und kennt. Okay, this word for know, it's the same, it's a very, very intimate word. Dieses Wort wissen ist ein sehr intimes Wort. Yeah, it's the same word that's used, like for example, when it says Adam knew his wife Eve. Yeah? Das ist dasselbe Wort, wie wenn wir lesen, Adam erkannte seine Frau Eva. Okay, we're all grown ups, you all understand what that's about, right? Okay. Wir sind alle erwachsen, wir verstehen, was damit gemeint ist. Okay, but the idea is that God unites himself to the problem. He puts himself in their problem. Was damit gemeint ist, dass Gott sich mit dem Problem eins macht. Er kommt in diese Situation rein. He enters in to their story and their suffering. Er tritt ein in die Geschichte, in das Leid. Is that wonderful? Ist es nicht wunderbar? What a God this is. Was für ein Gott ist das? I imagine, right, he could do this from a distance. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass er das auch von weit weg tun könnte. You know, Pharaoh, you know, whatever, I don't know. Just use a lightning bolt, something, anything. Dass er so einen Blitz einschlagen lassen könnte in den Pharao oder so. No, but he's going to come and he's going to be present in this story. Stattdessen kommt er und ist ganz präsent in dieser Geschichte. And you can already imagine, Exodus is preparing you for a story like it, but even much greater. Exodus is already preparing you for something coming later in the story, right, of the Bible. Zweite Mose bereitet uns sozusagen auf etwas vor, auf eine ähnliche Geschichte, die in der Bibel passieren wird. Okay, and we'll talk about that later. Und darüber werden wir später sprechen. Okay, but just this, this picture, what a wonderful complex picture of how God responds. Was ist das denn für ein wunderbares und komplexes Bild davon, wie Gott reagiert? There are some very simple ways that we can actually respond to this text, I think. Yeah? Da es gibt so ganz einfache Arten, wie wir auf diese Textstelle reagieren können, glaube ich. Does God care about what I'm going through? Interessiert sich Gott für das, yes, wo ich durchgehe? Interessiert er sich für Leiden? Ja. Does God respond to my when I'm crying for help? Reagiert Gott darauf, wenn ich um Hilfe rufe? Yeah. In Matthew chapter 7, Jesus tells a crowd something. In Matthäus 7 erzählt Jesus einer Volksmenge etwas. He says, right,
How many of you fathers, if you have a son who asks them for a piece of bread, you're going to give them a stone? Wie viele von euch Vätern hier würden eurem Kind, wenn es um Brot bittet, einen Stein geben? This is the kind of image that Jesus wants us to have of who God is to us. Das ist das Bild, von dem Jesus möchte, dass wir das von Gott als unserem Vater haben. That's not a passive relationship. Das ist keine passive Beziehung. It's not like, okay, well, God knows, okay, I'll just let him deal with it, right? Das ist nicht so, ah ja, Gott weiß schon Bescheid, ich lass ihn mal machen. Have you ever been asked by a small child for something? Wurdest du jemals von einem kleinen Kind um etwas gebeten? Yeah. They don't really care about what I'm doing or how busy I am. They really don't care. Yeah? Die juckt das nicht, was ich gerade mache oder wie beschäftigt ich bin, denen ist das egal. I could be talking to the president of Ukraine. It doesn't matter. Right? Ich könnte mit dem Präsident der Ukraine sprechen, das macht keinen Unterschied. Dad, 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 papa, papa, dad, papa, dad, papa, dad, papa. Dad, 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 I need water. It's like, ich brauche Wasser. Okay, yeah. Or even for things that are not very important. It doesn't matter. They just ask. Und das ist was right? Wichtiges, aber auch Dinge, die überhaupt nicht wichtig sind. Das ist ganz egal. Sie fragen einfach. We think so hard. It's way too hard. Wir about denken prayer. So hart nach, viel zu doll über Gebet. This is our picture. This is the God that we have, who's he's so invested in our story and in our lives. Das ist das Bild von Gott, das wir haben sollten, dass er so investiert ist in unser Leben, in unsere Geschichte. He invites us. He says, please come. Ask. Und er lädt uns ein. Er sagt, bitte komm und frag. Okay. Finally. Zuletzt. God saves. Gott rettet. Salvation is really the word that this book, like if you were to kind of describe the narrative of Exodus, this is the word you would use. Errettung ist so das Wort, also wenn du den den Zweck des zweiten Buches Mose beschreiben würdest, das ist so das Wort, das du gebrauchen würdest. The Exodus from Egypt becomes the foundation story for the nation of Israel, for their history. Der Auszug aus Ägypten wird, das ist die Geschichte des Volkes Israel. This is what they're to teach their children and their children's children, right? Das ist das, was sie ihren Kindern und ihren Kindeskindern weitergeben und sie lehren sollen, oder? Right, we think of Israel as like, okay, their foundation is, you know, the commandments. Wenn wir an Israel denken, dann denken wir so, ja, die 10 Gebote. Part of it. Zum Teil, ja. But what is when later, even in the New Testament, when they're referring to the law of Moses, what are they referring to? Aber was ist denn später, wenn sie darauf Bezug nehmen auf das Gesetz Mose? Worauf nehmen sie da Bezug? It's first 5 books of the Bible. Auf die ersten 5 Bücher der Bibel. And where is the first command given to the nation? Und wo wird hier das erste Gebot an die Nation gegeben? You have to read like 50 some chapters before you get to the first law. Du musst so um die 50 Kapitel lesen, bevor du überhaupt zum ersten Gebot kommst. Right. So when God says this is your foundation. Also wenn Gott hier sagt, das ist deine Grundlage. For them it's this story. It starts with a story. Dann ist das für die eine Geschichte. Es startet, es beginnt mit einer Geschichte. And it's a story of how God chose them in Abraham, right? And then redeems them out of Egypt. Und es ist die Geschichte darüber, dass Gott sie auswählt in Abraham und dann errettet aus Ägypten. This is the foundation of who you are. Das ist die Grundlage deiner Existenz. You're a redeemed people, right? Ihr seid ein errettetes Volk. When you could do nothing for yourselves. Ihr könntet nichts tun, um euch selbst zu helfen. God saves you out of slavery. Als ihr euch selber nicht helfen konntet, hat Gott euch aus der Sklaverei gerettet. Okay, now that part of the story goes for 15 chapters of Exodus. Und dieser Teil der Geschichte läuft so über 15 Kapitel von 2. Mose. Okay. And then we have another 25 chapters in the book.
Und dann sind da ja aber noch 25 Kapitel im Buch. And this is the other side of that salvation. Und das ist die andere Seite dieser Erlösung. Where God saves them out of Egypt. Wo Gott sie herausrettet aus Ägypten. And he saves them unto himself. Und sie zu ihm hin errettet. Right, he's going to bring them to this mountain. And this is where he reveals who he is to them. Und er bringt sie, führt sie an diesen Berg und dort offenbart er ihnen, wer er ist. They don't, we have to realize this in Exodus. They don't know who he is. Wir müssen uns hier klar machen, in 2. Mose, die wissen da gar nicht, wer er ist. Moses didn't know. Remember at the burning bush? He says, who are, what am I going to tell Pharaoh? Who are you? I don't know. Erinnert ihr euch an Mose, mit dem, als er beim brennenden Busch ist? Wer ist denn dieser Gott? Was soll ich denn dem Volk sagen? So the other side of this salvation is now God is going to be revealing himself to them, his character, right? his law, his principles and statutes. Und die andere Seite dieser Erlösung ist jetzt, dass Gott sich selber offenbart, seinen Charakter, seine Gebote and also their role inside of that. Und auch ihre Rolle in dem Ganzen. Exodus chapter 19. Kapitel 19, 2. Mose. So that was my summary of Exodus 3 to 19. Yeah. Das war jetzt gerade meine Zusammenfassung von Kapitel 3 bis 19. No, there's so much more to just to study and reflect on in this book. It's such an amazing book. Da gibt's noch so viel mehr, worüber man hier nachsinnen und was man studieren kann in diesem Buch. My favorite book. Es ist mein Lieblingsbuch. The Bible. Today. In der Bibel. Heute. Yeah. Okay, so let's read Exodus 19, verses 4 to 6. 19, 4 bis 6. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Yeah, so what are they saved now for? Also wofür wurden sie jetzt gerettet? So there's this was here's you've seen my power, you've seen my salvation and my care, right? Ihr habt gesehen, ihr habt meine Errettung und meine Macht und meine Fürsorge gesehen, oder? And now he invites them in. We've been talking about this at our conference. He invites them into this fellowship with him. Und jetzt lädt er sie ein. Wir haben das bei der Freizeit gesehen. Er lädt sie ein zur Gemeinschaft mit ihm. Right, and I'll just make it as just a statement and won't explore it too much, but yeah. Und heute lasse ich es einfach so als eine Aussage stehen und werde da jetzt nicht viel weiter drauf eingehen. And that is that one of the most loving things that God does with us. Ich glaube, eine der liebevollsten Dinge, die Gott tut, is that he invites us to love him. Ist, dass er uns einlädt, ihn zu lieben. He doesn't just say, okay, I'm going to save you and okay, go fine, go do whatever you want. Er sagt nicht nur, okay, ich rette dich und jetzt geh los, mach was auch immer du tun willst. I place my love on you and I want you in that relationship with me. Ich habe meine Liebe auf dich gelegt und ich möchte, dass du in dieser Beziehung mit mir bist. Yeah, but it doesn't stop there. Aber da hört es auch noch nicht auf. Where he says, now there's a, I have a role for you. Now. Dann sagt er, ich habe einen Platz für dich. And I unfortunately, I think this kind of thing takes on kind of a legalistic flavor when we talk about it. Und leider nimmt es mit dieser Rolle, die Gott gibt, dann so einen gesetzlichen Touch irgendwie an. Where it's like, this is what you have to do for God or something. Wenn das dann so, das musst du für Gott tun, wird. No, actually I think it's very much God giving us the
dignity to be what we're always meant to be as humans. Nein, sondern ich glaube, Gott gibt uns die Würde, die zu sein, für die er uns, zu denen er uns als Menschen sowieso bestimmt hat. Right, the great search of human beings is our purpose. Die große Suche der Menschheit ist die Suche nach dem Sinn. Why am I here? Warum bin ich hier? Where is all this going? What is, right? Wohin führt das hier alles? And God brings them and he says I have a purpose for you. Und Gott holt sie und sagt, ich habe einen Sinn für euch. I've saved you and that's not the end. Ich habe euch gerettet, aber das ist nicht das Ende. And I want you to be my priest. Und ich möchte, dass ihr meine Priester seid. Right. What does a priest do? Was macht ein Priester? Well, yeah, okay. First things we think is, oh, he like offers sacrifices. So it's a lot about like blood and things like that. Das erste, was uns in den Kopf kommt, ist wahrscheinlich Opfer darbringen, so Blut und all sowas. The basic role of a priest is that of representation. Die wichtigste Rolle eines Priesters ist die der Repräsentation. Representing God to people and then being the representative of people before God. Gott zu repräsentieren vor Menschen und Menschen für Menschen einzustehen vor Gott. So God places Israel. It's really like he's placing Israel on this stage. Und Gott, er stellt Israel sozusagen auf diese Bühne. Before all of the nations. Vor all den anderen Völkern. Right, and they're going to, the nations are going to see, right? Israel and their God and how that all works. So dass die ganzen Völker Israel sehen können und ihren Gott und wie all das zusammenspielt. And this is part of that plan made, the promise made to Abraham, that your descendants will bless the nations. Und das ist Teil des Versprechens, das Gott Abraham gemacht hat, dass seine Nachkommen die Nationen segnen würden. Isn't this awesome? This is gospel. This is gospel stuff. This is the gospel story. Ist es nicht der Hammer? Das ist das Evangelium. Das, so ist es mit dem Evangelium. Right. So this is their role. This great honor that they have. Das ist ihre Rolle. Diese große Ehre, die sie haben. Okay. Now we're gonna try to wrap all this up. Und jetzt versuchen wir mal, das alles so zusammenzufassen. Okay. If we fast forward. Wenn wir vorspulen, like the rest of the Old Testament, das ganze Alte Testament, which has, there's so many other important favorite books in there too, yeah. In dem noch so viele andere wichtige Lieblingsbücher sind. Yeah, but how does the Old Testament end? Aber wie endet denn das Alte Testament? Where is Israel? Wo ist Israel? Yeah. Anybody? Irgendwer? They're in exile. Sie sind im Exil. A small number came back, but most are in exile. Yeah? Ein kleiner Anteil ist zurückgekommen, aber die meisten sind im Exil. And by the time Jesus comes, the ones that are in Israel are in exile in Israel. Und zu dem Zeitpunkt, wo Jesus dann kommt, da sind the ones that are in Israel are in exile in Israel. Jesus kommt und währenddessen sind aber die in Israel sind, im Exil in Israel. Right? There's a new emperor. Da ist doch ein neuer Herrscher. In Israel. In Israel. It's a new empire, Rome, right? Es ist ein neues Reich, das Römische Reich. And the story actually, like you open Matthew and it's, wow, this is a lot like the beginning of Exodus, yes? Und die Geschichte, wenn du Matthäus aufschlägst, wow, das ist irgendwie wie in 2. Mose. Right. Backing up. So with the exile, how did that happen? Wie ist das jetzt aber passiert, das mit dem Exil? How did Israel do as the representative nation of God? Wie hat Israel sich so gemacht als Repräsentant Gottes zu den Völkern? Yeah, it just kept getting worse and worse. Es ist einfach immer schlechter und schlimmer geworden. Yeah, it's failure. Right? Da war Versagen, oder? And so then we have Jesus
coming in the first pages, right, of the New Testament. Und dann sehen wir aber Jesus kommt auf den ersten Seiten des Neuen Testaments. If I were God, wenn ich Gott wäre, yeah, thank God, not, but if I were God, Gott sei Dank bin ich nicht Gott, aber wäre ich Gott. And after this very long experiment with Israel, nach diesem langen Experiment mit Israel, man, I'm done. I'm so done. Ich wäre sowas von fertig mit der Nummer. I'm gonna find another way. Yeah. Ich würde irgendeinen anderen Weg finden. The very first verse we looked at yesterday, the very first verse of the New Testament. Der allererste Vers, das haben wir gestern nachgeschlagen, der erste Vers im Neuen Testament. The beginning of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Der Beginn des Geschlechtsregisters Jesu, der Sohn des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. It's Exodus 2 again. Das ist wieder 2. Mose 2. God sees the groaning of his people. Gott hört das Seufzen seines Volkes. He remembers his covenant with Abraham. Er gedenkt an seinen Bund mit Abraham. He sees, right? Er sieht. And he knows. He comes and God himself places himself in our story. Und er weiß und kennt und Gott selbst, er kommt in unsere Geschichte hinein. This is God's story. And it's from Jesus now, right? That we're going to get like all of the failure of Israel and all the failures of human history. Das ist Gott, und durch Jesus sehen wir jetzt all das Versagen, all die Fehler der Menschheitsgeschichte. Jesus comes and he's going to take the blame for that. He's going to die with that upon himself. Da kommt Jesus und übernimmt die Verantwortung. Er stirbt mit all dem auf seinen Schultern. In order to redeem Israel. Um Israel zu erlösen. And also the rest of the world. Und auch den Rest der Welt. Right, so that we can enter back into that fellowship with God. So dass wir wieder eintreten können in diese Gemeinschaft mit Gott. Jesus is the culmination, right, of this story. Jesus ist der Höhepunkt dieser Geschichte. And you know, so many times we don't understand what is happening right now. Why? Where is God? What is all this about? Er ist so der Kern dieser Geschichte. Manchmal verstehen wir nicht. Da fragen wir uns, wer ist Gott? Worum geht's hier überhaupt? And you know, I don't know all of the challenges and problems that you face here in Hanover. Und ich kenne nicht all die Herausforderungen und Probleme, mit denen ihr hier in Hannover konfrontiert seid. And I don't have all the answers specifically to all of those questions. Und ich habe auch nicht im Einzelnen die Antworten auf diese Probleme. But this truth, right, God caring so much that he places himself in. He invests everything in our salvation. Aber diese Wahrheit, dass Gott sich so sehr sorgt, dass er sich selber investiert, dass er alles hinein investiert in diese Errettung. I might not understand my suffering, I might not understand many things. Vielleicht verstehe ich mein eigenes Leiden nicht, ich verstehe viele Dinge nicht. But because of that, I know that I can trust him. Aber aus diesem Grund weiß ich, dass ich ihm vertrauen kann. Right? As I think Paul says, he who didn't spare his own son, wie Paulus sagt, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, will he not together with him give you all things? Wie kann er euch nicht mit ihm alles geben? Yeah. So Jesus, we thank you for your gospel. Jesus, wir danken dir für dein Evangelium. We thank you for the confidence that we can have as we come to you. Wir danken dir für das Vertrauen, die Sicherheit, die wir haben dürfen, wenn wir zu dir kommen. Lord, I personally just ask that you would forgive me, Lord.
Und ganz persönlich möchte ich bitten, Jesus, dass du mir vergibst. I'm so slow to pray sometimes and to believe and to trust you. Wie langsam komme ich zum Gebet und dahin, dir zu vertrauen? May we come to you just as children in need, simply. Mögen wir doch einfach als Kinder zu dir kommen, and wenn God, wir in Not sind. And I pray, Lord, that now as Peter says of us, that we are now that kingdom of priests. Und ich bete, Herr, so wie Petrus sagt, dass wir die Könige und Priester sind. You would by your spirit give us the wisdom. Dass du uns durch deinen Geist die Weisheit gibst. To do righteousness. Gerechtigkeit zu üben. To be a witness to our hope. Zeugen unserer Hoffnung zu sein. That Jesus is coming. Dass Jesus wiederkommt. May we not be passive, Lord, but may we truly just burn with your heart. Dass wir nicht passiv sind, sondern wirklich mit deinem Herzen brennen. Not because of some sort of legalism or some pressure. Nicht wegen irgendeiner Gesetzlichkeit oder einem Druck. But because your love and your invitation is so great. Sondern weil deine Liebe und deine Einladung so groß sind. When we were dead, you made us alive. Als wir tot waren, hast du uns lebendig gemacht. It's you who gives us purpose once again. Du bist es, der uns wieder Sinn gibt. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. And we do pray that we would see the church in Hanover, Lord, multiplying. Und wir beten, dass sich die Gemeinde in Hannover vermehrt, Herr. That many would see the followers of Jesus here and be just so drawn to your incredible love and grace. Dass viele die Nachfolger Jesu hier sehen und so hingezogen werden zu deiner unglaublichen Gnade. Thank you, Lord. Thank you for this wonderful time we have together as your body. Danke, Herr. Danke für diese wunderschöne Zeit, die wir zusammen haben dürfen als dein Leib. And it's in Jesus' name that we pray. Und wir beten in Jesu Namen. Amen. 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 Thank you.